Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. In der letzten Folge, im letzten Part haben wir Leo zum Flughafen gebracht, nachdem wir ein Attentat seitens Henry auf Leo vereitelt haben, beziehungsweise uns mit Henry geeinigt haben, und Leo hat überlebt und wandert aus. Macht sich einen gemütlichen Tag am Strand oder eine Woche oder ein schönes Leben auf der Insel. Und als wir nach Hause kamen, haben wir jetzt hier unsere Schwester vorgefunden, die Stress mit ihrem Ehemann hat, mit ihrem Freund, Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer. Und den fahren wir jetzt mal besuchen und dann gibt's Stress. Jo. Bevor mein Geld weg ist, würde ich mal sagen, ich repariere mal schnell alle meine Autos. Ja, den hier. Und einer war noch, ja, der eben. Zack. Und den auch noch. Den auch noch. Und den auch noch. Wir haben's doch. So, nehmen wir unseren schönen Wagen von vorhin, den wir kaum benutzen durften. In einem der früheren Parts wollte ich mit dem Wagen Joe aus der Kneipe abholen. War letztendlich gezwungen, mit dem Wagen des Barkeepers zu fahren, deswegen war es total umsonst, hier mal ein neues Auto zu nehmen. Aber jetzt haben wir den ja nochmal und fahren damit zum Mann unserer Schwester, wie auch immer heißt. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Insgesamt muss ich auch sagen, die Charaktere in Mafia 2 gefallen mir sehr, aber sie haben teilweise so wenig Tiefgang, dass man sich gar nicht daran erinnert, wer mit wem was zu tun hat, wer irgendwie, ja, haben einfach zu wenig Tiefgang. Also man ist zwar jetzt zum Beispiel Vito, aber Vito ist einfach so ein Standard-Mafia-Typi, der typische, wie man ihn halt aus jedem x-beliebigen Italo-Mafia-Film kennt. Das können andere Spiele schon teilweise besser, ne? Mit den Charakteren und einzigartigen Merkmalen, aber ist okay. Wie gesagt, der gesamte Eindruck stimmt und darauf kommt es an. Tolles Spiel. Und wir gehen weiter. Und lassen die Tür hier nicht offen, denn mir ist auch mal passiert, dass ich rauskam und meine Autotür war weg. Das war dann nicht so schön. Was geht hier ab? Hallöchen. Hallöchen. Redet ihr mit mir? Okay, nein. Was geht bei dir? Der pennt. Okay. Der pennt auch. Ich latsch mal über ihn rüber. Und mach gleich mal die Tür zu. Wo ist Eric? Willst du dich mit mir anlegen? Ist schon ein bisschen eklig, ne? Naja, kotz dich mal weiter aus. Kann ich auch tanzen? Nee. Ich rede gleich mit denen. Ich möchte nur kurz gucken, ob hier nicht irgendwo was. Okay. Wenn der das ist, ne? Wo ist Eric? Eric ist in der Küche, Schätzchen. Aber er ist wohl gerade beschäftigt. Okay. Eric. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun, klar? Aua. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch.
Ich zeig's dir. Du schlägst keine Frau. Vergnügt sich ja einfach mit einer anderen, ne? Das ist ganz schlecht, wenn dann so ein italienischer Bruder mal vorbeikommt und auf seine Schwester aufpasst. Da hast du schlechte Karten, Junge. Eric. Eric heißt er. So. Bam. Steht wieder auf. Oh, jetzt gibt's was zurück, alles klar. Der hat gesessen und zack. Und auf die Theke. Ja, schade. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Genau. So. Hier kann ich noch hoch, vielleicht gibt's hier was. Ich sollte jetzt nochmal schnell auf die Uhr gucken, weil ich sie wieder mal vergessen habe. Aber daran gewöhnt man sich schon noch, würde ich mal sagen. Okay. Mal geschätzte Hälfte des Parts. Vorbei. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich werde jetzt noch höchstens 10 Minuten machen und dann wieder einen Cut. Und dann ist irgendwann noch der Tag vorbei, leider. Kann ich morgen erst weitermachen. So, wo ist mein toller Wagen? Mein toller Wagen ist weg hier. Jetzt stehe ich im Regen. Sprichwörtlich im Regen. Mensch. Nicht mal einen Regenschirm habe ich, so wie die da vorne. Was mache ich denn jetzt? Taxi. Was ist hier? Deiner. Eine Werkstatt. Geh nach Hause. Kann ich eigentlich sprinten oder so? Wow, pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Boah, Schwein gehabt. Okay. Das ist verlockend, ne, hier das Auto zu nehmen, aber ich warte mal. Guck mal, ob ich das nehme. Hm, ja, genau. Genau, wenn der Polizist hier wieder vorbeifährt und noch anhält, ja. Ist denn sehr weit? Mit Auto ist schon besser, ne? Ist er jetzt weg? Verdammt! So, jetzt nochmal kurz warten, bis der zweite Polizist hier von da vorbeigefahren ist. Dann habe ich auch keinen Stress an der Backe und kann direkt weitermachen. Jo, werd grün. Fahr weiter. Oder um die Ecke oder wie auch immer. Der Typ, der hier Radio anhat im Auto, hat ein muted Lied. Oh, endlich im Trocknen, ey. Guck mal, schön, wie die Regentropfen hier auf dem Dach aufs Dach prasseln. Falls ihr euch fragt, ich packe übrigens immer so aus. Ich fahre auch grundsätzlich immer rückwärts, bis ich irgendwo gegenfahre. Vorher höre ich gar nicht auf. Ich mache die Sprüche nicht, weil ich mich so lustig finde oder so, ne? Es ist einfach Angewohnheit und ja, alles spaßig gemeint.
Ist nicht so, dass ich mich für einen Komiker halte oder so. Ist einfach meine Art. So, Wagen abgestellt, ab nach Hause. Nochmal auf die Uhr geguckt und ja. Gehen wir nochmal ans Telefon. Telefon war hier irgendwo. Hier. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Hat es da teilweise recht, ne? Also wenn man die ersten Parts sich nochmal anguckt, hat sich Vito schon verändert, seitdem er jetzt in der Familie aufgenommen wurde. Auf der anderen Seite hat er sich ja nur drum gekümmert und das ist halt seine Art, aber ist ihre Entscheidung, wie man, ob man damit klarkommt und was man davon hält. Ich würde so genau reagieren. Jo, dann, hier kam gerade was dazwischen, deswegen bin ich gerade ein bisschen hin und her gelatscht. Vielleicht habt ihr Nebengeräusche gehört, der Hund kam kurz rein. Den musste ich erstmal vom Mikro fernhalten. Kann passieren. Und, ja, was soll jetzt hier sein? Ich soll ins Bett, denke ich mal, ne? So, gehen wir ins Bett und dann mache ich einen Cut und dann hier machen wir ein bisschen Fenster auf. Auch nicht. Ich will mein Fenster aufmachen. Komm, Vito, mach's Fenster auf. Ach, scheiß drauf. Ciao, Leute. Fackel die Bude ab! Mach schon! Mein Haus! Scheiße! Na, bin ich doch noch nicht weg, ne? Verdammt. Oh, jetzt muss ich aber abhauen. Renn um dein Leben, Vito, ey. Den Part habe ich immer gehasst, ne? Weil das ganze Geld weg war, weil man keine Waffen hatte, gar nichts. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich zu Joe komme. Ah, den Part, das Stückchen mache ich jetzt hier noch. So viel Zuschauer, Leute. Sehr entschlussfreudig heute. Hey, hat sich gereimt. Wie weit schießen die denn? So, ich nehme mir jetzt hier den Wagen. Danke. Entschuldigung. Ach komm, Junge, ich brauch doch den Wagen. So. Ich hab da jetzt gar keine Zeit hier auf Schlägerei. Ja, jetzt hängen die mir noch wieder am Arsch hier. Guck mal, jetzt kommen sie alle hinterher. Boah, ja klar. Tschüss. Waren aber auch nicht wenige, ne? Im Unterhemd in der Taxe. So, wo soll ich hin? Das wird schon wieder so ein langer Part, ey. Ihr glaubt nicht, wie lange es dauert, bis ich hier hochgeladen bin. Ich höre mich vielleicht immer genervt an, aber am Ende mache ich es ja eh. Also.
Tequila. Hat man irgendwie im Kopf. Ich glaube, ich habe einen Platten, oder? Rechts vorne? Vielleicht? Cool, was kann noch schief gehen? Ja. Boah, Leute, ey. Okay. Steigen wir doch mal aus. Und boxen unser Auto um. Geht sowas? Nein. Okay. Vito allein im Unterhemd auf dem Weg zu Joe. Geh zu Joe. Yo. Mach ich jetzt sprichwörtlich. Es sind so einige Fails, ey, die passieren einfach. Soll ich mir jetzt extra nochmal einen Wagen holen? Warte mal. Der ist weg. Komm, hau ein. So, bin drin. Cool, der hat nichts gemerkt. Dann fahren wir jetzt zu Joe. So. Auch wieder mit Radio. Habt ihr auch gerade einen Typen gesehen? Oder war es ein Grafikfehler? Ich glaube, der letzte Part ist ein bisschen asynchron geworden. Ich weiß nicht warum. Irgendwo gab es einen Ruckler oder irgendwo habe ich zu viel Ton und zu viel Bild weggeschnitten. Kann passieren. Das ist mein erstes Projekt. Hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und nochmals schöne Grüße an alle, die noch dabei sind. An den einen, die eine. Vielleicht auch zwei. Vielleicht grüße ich mich auch gerade nur selbst. Ja, kann auch sein. Aber ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis ich mir meine eigenen Sachen angucke. Hab genügend andere Sachen erstmal zu tun. Freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der jetzt hier reinguckt. Und freue mich auch über Feedback, Kommentare, jegliche Kritik, Ideen oder einfach Meinungen. Und ja, jetzt gehen wir zu Joe, holen uns was zum Anziehen, machen einen Cut. Und das war's dann. Hier ist Joes Wohnung. 321 Mainz. Schleichwerbung. Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik, ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Die wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Eigentlich schon. Du musst dir was anziehen. Nö, ich bleib jetzt so. Das Bett ist nicht schlecht. Magazin nehmen.
Ja. Auch nicht so besonders. Ventilator einschalten. Ach, guck mal, hat der jetzt so einen Ventilator da oben? Ist ja schick. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist der jetzt? Ja, ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt neben den Download-Sachen auch noch normale? Wo geht's denn hin? Oder habt ihr auch meine Anzüge verbrannt? Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Ihr Schweine, ihr habt meine Anzüge verbrannt. Ah, toll. Okay. Beknacktes Clownskostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Partnerlook. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Jo. Gehe mit Joe mit. Ja. Komm, Joe, komm. Zieh, Junge. Ich guck so lange aus Fenster. Ach, wie schön. Na los, steig ein. Jo. Wird gemacht. Und nachdem ich jetzt ins Auto gestiegen bin, weiß ich nicht, ob die gleich labern, aber ich werde einen Cut machen und wenn die labern sollten, dann werde ich nächstes Mal einfach hier an der Stelle weitermachen. Auf jeden Fall ist der Part ziemlich lang geworden, glaube ich, weil ich habe ja noch nicht so den Plan hier irgendwie und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche, schön alles, schöne Zeit und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Okay, ciao Leute!